Das ist nicht maßstabsgetreu, erklärte Damen. Er kratzte Markierungen in den freigelegten, weichen Erdboden der Scheune und platzierte sorgfältig alte Brotstücke auf der grob skizzierten Karte. Das hier ist der Fluss. Diese drei Krumen sind die Avis, Alpha, Beta und Gamma. Er brach das Holz in noch mehr Teile und platzierte sie ebenfalls. Das hier ist die Druidenbasis. Und das hier Utans Labor. Ethan streckte ihre hohle Hand aus. Er ließ zwei Holzstücke hineinfallen. Das hier ist Lik Enkids Wohnsitz, sagte sie. Er ist der neumodianische Overlord, der nach einer besseren Welt strebt. Er führt das landwirtschaftliche Exportgeschäft und das macht ihn hier quasi zum Kaiser. Okay, was haben wir sonst noch? Ethan zerbröselte ihr Holzstück in noch kleinere Stücke und legte sie sorgfältig aus. Imprani selbst und Teklet der Raumhafen mit seinem Lager und Vertriebsdepot. Und das hier ist die letzte bekannte Position meiner Schwadron. Ethan starrte auf das wurmstichige Holz und die schimmligen Krumen, die vielleicht die große Armee von ihrer Zerstörung bewahren konnten. Warum kratzen wir eigentlich Karten in den Dreck, wenn wir absolut perfekte Holokarten haben? So hat es Hades Girata immer gemacht, sagte Damen. Er mochte keine Holos, zu durchsichtig. Und er meinte, die Beschaffenheit des Bodens zu fühlen, würde den Verstand schärfen. Und man braucht dazu auch keine Technologie. Er war ein großer Anhänger von Intuition. Damen zog plötzlich sein Blaster und wirbelte herum. Die Scheunentür öffnete sich. Er entspannte sich wieder und legte seine Waffe zur Seite. Jinnah trug ein weiteres Bündel abgegriffener Kleider in ihrem Arm. Ihr müsst los, sagte sie außer Atem. Seht mal nach draußen, Richtung Osten. Sie verbrennen die Felder, um euch auszuräuchern und euch die Deckung zu nehmen. Es gibt einen Ort, an dem ihr Unterschlupf findet, aber ihr müsst euch als Bauern verkleiden. Wird nicht einfach für dich, Jüngchen. Du bist zu groß und zu gut genährt. Ethan ging nicht darauf ein. Sie wusste, dass sie zwischen den unterernährten, verlotterten Einheimischen nicht weiter auffallen würde. Ich brauche meine Ausrüstung, sagte Damen. Wenn es sein muss, kann ich mich irgendwo damit verstecken. Können Sie irgendetwas davon zurücklassen? Nicht, wenn wir die Anlage in die Luft jagen wollen. Ich habe die ganzen Implosionsladungen, um mit dem Nanovirus fertig zu werden. Und die Enetskanone. Die brauchen wir. Dann nehmt einen Karren. Es gibt eine Ausgangssperre für alles Energiebetriebene. Jinnah warf Damen ein paar von den Klamotten zu. Und legt diese Rüstung ab. Du könntest ein Hochzeitskleid tragen und würdest weniger auffallen. Wir könnten versuchen, Avigamma zu erreichen. Nein, geht zum ersten sicheren Unterschlupf, den ihr finden könnt. Ich gehe zu deiner Schwadron und gebe ihnen Bescheid. Dann kehre ich zu euch zurück. In der Scheune lagerten ein ganzes Sortiment an Schubkarren und Handwagen, alle in unterschiedlichen Stadien des Zerfalls. Sie würden keine Aufmerksamkeit erregen. Das Netzwerk der unbefestigten Straßen war voll von Leuten, die versuchten zu Fuß oder mit Mörlikarren ihr Soll an Bark und anderem Getreide nach Teklet zu bringen. Als sie ein Segment der Blasterkanone auf die stabilste Karre lud, die sie finden konnte, bemerkte Ethan, welche Last Damen mit sich geschleppt hatte. Sie versuchte, eines der grauen Packs auf die Karre zu hieven und hätte sich beinahe die Schulter ausgerenkt, also beschloss sie, die Hilfe der Macht in Anspruch zu nehmen. Sie hatte nicht gedacht, dass die Sachen so schwer wären. Sie war nicht die Einzige, deren körperliche Kraft täuschte. »Sind das alles Waffen?«, fragte sie. »Größtenteils.« »Aber nicht genug, um 100 Droiden auszuschalten, oder?« »Kommt darauf an, wie man sie einsetzt«, erklärte Damen. Ethan überlegte, ob er ohne die unheimliche graue Rüstung nicht noch auffälliger wirkte als mit ihr. Die Rüstung hatte ihn größer scheinen lassen, aber auch ohne sie ließ seine stämmige Statur klar erkennen, dass er sein Leben lang körperlich trainiert und angemessene Mengen an Proteinen gegessen hatte. Bauern, die am Hungertuch nagten, hatten nicht diesen typischen Stiernacken, der von einem überentwickelten Trapezmuskel herrührte. Selbst den Kindern hier sah man an, wie sehr sie den Elementen ausgeliefert waren. Damen sah einfach unglaublich gesund und kein bisschen sonnengegerbt aus. Er hatte nicht einmal Schwielen an den Händen. Und dann noch diese kerzengerade Exerzierplatzhaltung. Er sah exakt nach dem Elitesoldaten aus, der er war. Er würde niemals als Einheimischer durchgehen. Ethan hoffte, die Bauern würden mehr Angst vor ihm haben als vor Hokan. Der nächtliche Horizont leuchtete goldgelb wie der Stadthimmel von Coruscant. Aber es waren Flammen, die von den Wolken reflektiert wurden und nicht das Licht von Millionen Lampen.
Es sah so aus, als würde Regen folgen. Sie konnten also die Karre mit einer Plane abdecken, ohne dass es auffiele. Schichten aus Barkhalmen, Säcke mit Barkörnern und Streifen getrockneten Kuschayans bedeckten Damens Ausrüstung, wie er es nannte. Seine Sprache sprang immerzu zwischen Jargon und Redensarten und höchst gebildeten Feinheiten hin und her. Von Ausrüstung, seinem Sammelbegriff für jede Art von Gerät, bis zu DC-17ern und DC-15ern und einer Unzahl von Nummern und Abkürzungen, die Ethan ganz konfus machten. »Sehen Sie dort«, sagte Damen und blickte zum Horizont. »Diese Flammenwand muss 4 Klicks breit sein, mindestens.« »Das ist 1 Million oder mehr Credits in Bark, die da in Rauch aufgeht. Die Bauern werden rasen vor Wut und die Neimodianer werden noch wütender sein.« »Und Birhan auch«, sagte Jinnah. »Das ist ein ganz schöner Haufen von seinem Bark, den ihr da zur Tarnung nehmt, Mädchen. Er zieht besser los.« Das Golani nahm Damens Datenblock und steckte einen Speicherstift hinein. »Das hier sind alle relativ sicheren Höfe, die ich ausfindig machen konnte. Gebt euch nicht zu erkennen, selbst wenn der Herr des Hauses, mit dem ihr anklopft, weiß, wer ihr seid. Tut ihm den Gefallen und brüskiert ihn nicht, indem ihr es zugebt.« Ethan hatte eine knöchellange Imprani-Tunika über ihre unverkennbaren Jedi-Umhang gelegt. Jinnah zeigte auf ihr Haar. »Den auch«, sagte sie. »Den Zopf auch. Es sei denn, du willst an die große Glocke hängen, wer du bist.« Ethan zögerte. Sie hatte schon Leute sagen hören, sie könnten niemals ihren Ehering abnehmen, nicht bis zu ihrem Tod. Mit ihrem Padawan-Zopf verband sie eine ähnliche Beständigkeit, als wäre ihre Seele mit hineingewoben und ihn entfernen, ach nur für kurze Zeit, würde das Gefüge des Universums zerreißen und nur ihre Gewissheit unterstreichen, dass sie nicht aus dem Stoff der Jedi gemacht war. Aber es musste sein. Sie löste den dünnen Zopf und kämmte die einzelnen Strähnen ihres welligen Haares glatt. »Ich kann mir vorstellen, dass Sie nie geglaubt hätten, ein Jedi-Commander würde vor einem Kampf davonrennen«, sagte sie zu Damen, als sie sich wohlweislich gemessenen Schrittes auf den Weg machten. »Nicht davonrennen«, sagte Damen. »Das ist A und A. Abziehen und ausweichen.« »Hört sich für mich nach Rennen an.« »Taktischer Rückzug zur Umgruppierung.« »Sie haben eine ziemlich positive Einstellung. Das Kind war jetzt beinahe völlig verschwunden. Hauptsächlich spürte sie Konzentration und Entschlossenheit. Es tut mir leid, dass ich vorhin die Fassung verloren habe.« »Nur unter 4 Augen. Nicht im Gefecht, Commander.« »Ich sagte doch, dass Sie mich nicht so nennen sollen.« »Wenn man uns zuhört, werde ich Ihren Befehl befolgen.« Er macht eine Pause. »Ab und an verliert jeder mal die Nerven.« »Ja, aber mir sollte das nicht passieren.« »Wenn man nicht hin und wieder zusammenbricht, woher soll man dann wissen, wie weit man gehen kann?« Das war ein gutes Argument. Aus irgendeinem Grund konnte er sehr viel beruhigender sein, als es Meister Follier jemals gewesen war. Follier war, wenn er nicht gerade damit beschäftigt war, die Ordnung der Galaxie aufrechtzuerhalten, ein leuchtendes Beispiel gefassten Scharfsinns. Damen war ebenfalls ein Experte auf seinem Gebiet, aber ihn umgab das Gefühl hart erarbeiteten Geschicks, und darin lag nichts Zufälliges oder Geheimnisvolles. Sein Pragmatismus gefiel ihr. Ja, kam in den Sinn, dass sie vielleicht nur Klonsoldaten vor dem Tod durch Biowaffen bewahrte, damit sie im Blaster- und Kanonenfeuer sterben konnten. Ein schrecklicher Gedanke. Sie konnte sich nicht damit abfinden, töten zu müssen, selbst wenn die Taten anderer sie dazu zwangen. Und das würde das Leben als Commander außerordentlich schwer machen. Die Droiden rückten den Waldrand entlang vor. In den Händen trugen sie Flammenwerfer, die sie denselben Bauern abgenommen hatten, deren Felder sie jetzt verbrannten. Ghees Hokan und seine Leutnants Kuvin und Hurati standen auf dem Weg der Feuerwalze und blickten aus 300 Metern Entfernung darauf zurück. »Wir werden einen erheblichen Teil des Landes einäschern müssen, um dem Feind alle Deckung zu nehmen, Sir«, gab Kuvin zu bedenken. »Das ist nicht der Punkt«, antwortete Hurati. »Hier geht es sowohl darum, den Eindruck zu erwecken, dass die Anlage geschützt wird, als auch darum, feindliche Truppen auszuräuchern.« »Korrekt«, sagte Hokan. »Es macht keinen Sinn, die Einheimischen abspenstig zu machen, und ich kann es mir nicht leisten, sie alle für den Produktionsverlust zu entschädigen. Das hier sollte ausreichen. An den verbleibenden Reihen werden wir Droiden einsetzen.« Kuvin schien davon nicht beeindruckt.
Darf ich vorschlagen, Jagdstills einzusetzen? Wir können binnen 2 Tagen eine ganze Meute samt Führer herbringen lassen. Die Handelsföderation wird die Unterbrechung der Bargernte nicht gefallen und eine Knappheit der Delikatesse wird von einigen einflussreichen Leuten nicht unbemerkt bleiben. Ha, das ist mir egal, sagte Hokan. Den gleichen einflussreichen Leuten würde die Ankunft von Millionen Republiklonen auf ihren Heimatplaneten noch mehr Sorge bereiten. Hokan trug jetzt die volle mandalorianische Kampfrüstung. Weniger zum Schutz als um seinen Offizieren eine Botschaft zu vermitteln. Manchmal musste er ein bisschen Theater spielen. Er wusste, dass das reflektierende Leuchten der Flammen auf seiner traditionellen Kriegerrüstung ein exquisites Schauspiel abgab, das Eindruck schindete und Respekt einflößte. Er befand sich im Krieg. Er musste sich und seine Kriegskünste nicht länger prostituieren, um für schwächliche, reiche Feiglinge den Attentäter oder Leibwächter zu spielen. Corwin hatte allerdings recht, was die Strills betraf. Das hieß noch lange nicht, dass sie einer Meinung waren, aber diese Republiktruppen zu finden, würde nicht einfach werden. »Wie viele schätzt ihr inzwischen, Urati?«, fragte er. Urati ließ eine Holokarte anspringen und ein transparentes Bild begann in der Dunkelheit zu schimmern. »Abgestutzter Sprüher, hier. Ein bestätigter A5 Militärdroide.« Er streckte den Finger aus. »Die Überreste von 2 Wiki-Milizionären wurden hier, hier und hier gefunden. Allerdings haben die Gdans ihre Kadaver auseinandergenommen und in einem Radius von 5 Klicks verteilt. Der genaue Ort der Tötung kann also nur geschätzt werden. Der Luftgleiter wurde hier runtergeholt. Die Schaltkreise des Gleiters wurden hier zerfetzt aufgefunden, aber sie lagen vor einem Gdanbau und es lässt sich unmöglich sagen, wo die vorher gefunden wurden. Das Aufeinandertreffen mit der Droidenpatrouille war hier, da wir die Patrouille aufgrund des Fundes entsandt haben. Das alles liegt ziemlich genau auf einem 5 Klicks breiten und 40 Klicks langen Korridor. Offensichtlich sind sie auf dem Weg nach Teklet, wahrscheinlich um den Raumhafen einzunehmen, bevor sie die Anlage angreifen. Sieht ganz so aus, Sir. Zahlen? Ich würde sagen, nicht mehr als 10, Sir. Bauern haben uns von Hinweisen auf Bewegungen über ihr Land berichtet. Sie sind sehr fürsorglich, wenn es um ihr Land geht und bemerken so feine Details. Nicht wie Droiden, Sir. Und was sagt uns das? Mehrere Spuren über einem Gebiet von 40 mal 30 Klicks, Sir. Und fachmännisch durchgeführt. Die Einheimischen meinten, dass es sich um Wild handeln könne. Aber diese Spuren verlaufen nicht zufällig. Ich denke, wir werden hinters Licht geführt. 10 Soldaten. 10. Spezialeinheiten, Saboteure. Bereiteten sie die Gegend für weitere Truppen vor oder sollten sie die Mission allein erledigen? Wokan wünschte, ihm ständen ein paar mandalorianische Söldner zur Verfügung und nicht nur Droiden und Karriereoffiziere. Er verbarg seine Sorgen wohlweislich hinter seinem Helm. Er wünschte auch, er hätte mehr Luftgleiter. Er hatte nie mehr als einen gebraucht, um die Bauernhöfe zu patrouillieren und es würde Tage dauern, neue nach Kilura zu bringen. Die Bauern können richtig kooperativ sein, nicht wahr? Bemerkenswerterweise genau seit dem Zeitpunkt, da die Schaltkreise gefunden wurden, Sir. Hokan drehte sich um und ging zurück zur Forschungsanlage, die mittlerweile leer war, aber dennoch verschwenderisch und unübersehbar bewacht wurde. Er winkte Urati zu sich. Corwin begann ebenfalls ihm zu folgen, aber Hokan wies ihn mit einer weiteren Geste an, zurückzubleiben. Leutnant, sagte er ruhig. Gibt es irgendeinen Hinweis auf meinen ehemaligen Angestellten Gutanai? Bis jetzt noch nicht, Sir. Die Patrouillen wurden informiert. Gut. Behalten Sie für mich ein Auge auf Corwin, ja? Ich glaube nicht, dass er es bis zum Captain schafft. Urati hielt kurz inne. Verstanden, Sir. Es war erstaunlich, was das unausgesprochene Versprechen eines weiteren Rangabzeichens bewirken konnte. Hokan fragte sich, was nur aus dem Verhaltenskodex geworden war. Es gab also circa 10 Kumanos, die in der Region operierten. Sie zu jagen wäre enorm zeitaufwendig. Wenn ihm das Glück nicht beistand, würde er sie niemals schnappen. Nicht mit Droiden und diesen jungen Akademietheoretikern. Früher oder später würde der Feind seine Vorräte auffrischen müssen. Früher oder später würde er sich zeigen. Die Republik spielte Lockspielchen mit ihm. Und er mit ihr. Eigentlich sah es von Stunde zu Stunde besser aus. Sie schienen nicht die übliche Taktik anzuwenden und Infanterie in hoher Zahl einzufliegen.
Bei diesem Spiel ging es um Verstand. Und wenn es sein musste, konnte er auch die Füße hochlegen und sie zwingen, zu ihm zu kommen. Wenn er die Republik auf Schussweite zu sich heranlocken wollte, dann bräuchte er vielleicht einen noch verlockenderen Köder. Dr. Otan würde das verstehen. Sie war eine sehr pragmatische Frau. Fei wurde langsam nervös. Das passte gar nicht zu ihm. Niner kannte ihn erst seit ein paar Tagen, aber als Klonkommando urteilte man schnell aufgrund kleiner Details, besonders untereinander. Er schlief nicht, nachdem Niner ihn von der Wache abgelöst hatte, und nach 15 Minuten kam Fei wieder zum Beobachtungsposten und ließ sich neben ihm nieder. Das Feuer schien zu verlöschen, das Leuchten war noch immer sichtbar, aber es wurde schwächer. Wahrscheinlich hatte es einen der Bäche erreicht und brannte aus. Sie wissen sowieso, dass wir hier sind, vermutete Fei. Niner musste kein Telepath sein, um zu wissen, dass er sich um Damen sorgte. Wir könnten die Comlinks auf Langstrecke schalten. Dann könnten sie unsere Position festlegen. Da müssten sie aber schon Glück haben. Und wir müssten nur einmal Pech haben. Okay, Entschuldigung, Sarge. Er verfiel wieder in Schweigen. Niner passte seinen Infrarotfilter an, um das störende Licht des Feuers auszublenden. Auf einmal war es ungewöhnlich still. Die Gdans hat mit ihrem unablässigen Herumgewusel aufgehört und das war nicht gut. Niner spähte durch sein Blastervisier, um einen besseren Blick auf die Büsche vor ihm zu erhalten. Als er um 180 Grad herumschwenkte, stieß er auf kleine, gepaarte Reflexionen. Die regen Augen von Gdans, die sich in untypischer Weise zusammengedrängt hatten, um etwas aus dem Weg zu gehen. Bewegung. In seinem Visor blinkte ein Quadrant blau auf, um ihn zu warnen. Vielleicht konnte es, was auch immer es war, Infrarot sehen. Er schaltete die Zielautomatik aus und verließ sich auf Bildintensivierung und die Deppenregel Nummer 1, wie es Kirata es genannt hatte. Du hast Augen und Ohren, Sohn, und zwar sehr gute. Verlass dich nicht so sehr auf Technologie. Etwas näherte sich. Etwas Langsames, Verstohlenes, kleiner als ein Mann und unauffälliger als ein Droide. Niner legte seine Hand auf Feis Schulter. Bleib unten und wage nicht einmal über Comlink zu sprechen. Es war 10 Meter entfernt und kam direkt auf sie zu, ohne zu schleichen. Vielleicht wusste es nicht, dass sie da waren. Dann würde es eine Überraschung erleben. Niner schnippte seinen taktischen Suchscheinwerfer an und der Lichtstrahl fing eine glänzende, schwarze Gestalt ein. Augenblicklich schaltete er den Strahl wieder aus und seine Muskeln entspannten sich. Die Kreatur war so flach auf den Boden gedrückt, dass sie aussah wie fließendes Wasser. Erst als sie direkt vor ihnen war, setzte sie sich auf und wurde zu Valakiel. »Bei euren ganzen Waffen dachte ich, es wäre besser, ihr seht mich kommen«, sagte eine Stimme, die nicht zu Valakiel gehörte, sich aber ebenso fließend und hypnotisch anhörte. »Ich habe es mir zur Regel gemacht, niemals einen Menschen mit einem Gewehr zu erschrecken.« »Und auch gut, dass wir schon einmal einen Gulanin gesehen haben«, sagte Fei und tippte höflich mit den Fingern an seinen Helm. »Euren Kollegen hat es anscheinend auch nicht überrascht. Ich bin gekommen, um euch zu instruieren. Ich bin Jinar. Bitte nennt mich nicht Ma'am, so wie es Damen ständig tut.« Niner wollte hunderte Fragen über Damen stellen, aber das Gulanin hatte im Präsens gesprochen, also war er am Leben. Niner war froh, dass er seinen Helm aufhatte. Gefühlsausbrüche waren unprofessionell, zumindest vor Außenstehenden. »Ihr seid auf dem Weg zum falschen Ziel«, sagte Jinar. »Ihr lauft direkt zur Basis der Separatisten. Normalerweise würdet ihr an eine Kasernentür klopfen, hinter der sich 100 Droiden verbergen, aber die Hälfte davon wurde abgezogen, um die Forschungseinrichtung zu verteidigen und die Region zu überwachen. Weder Uta noch das Nanovirus befinden sich noch in der Anlage.« »Na, dann läuft doch alles bestens«, sagte Fei ironisch. »Eure Ziele befinden sich in einer Villa außerhalb Imbranis. Auch wenn es für euch so aussieht, als ob die Anlage verteidigt werden würde. Es ist eine Falle.« »Was ist mit Damen?«, fragte Niner. »Er hat eure Spezialmunition und detaillierte Pläne eurer Ziele. Ich habe dafür gesorgt, dass er mit dem Jedi untertaucht.« »General Foyer, wir dachten...« »Ihr habt richtig gedacht. Er ist tot.
Der Jedi ist seine Padawan, Turmokan. Erwartet nicht zu viel. Sie ist nicht wirklich aus Commander-Holz geschnitzt. Noch nicht. Vielleicht aber auch niemals. Fürs Erste ist das immer noch euer Krieg. Wir hatten keinen Frontalangriff geplant. Nicht ohne Infanterie, sagte Niner. Jetzt, wo das Überraschungsmoment verloren ist, müssen wir ein neues konstruieren. Einen Vorteil habt ihr. G.S. Horkan hat keine genaue Vorstellung davon, wie viele ihr seid. Ich habe dafür gesorgt, dass in den Wäldern und Feldern offensichtliche Zeichen für Truppenbewegungen zu finden sind. Ihr wart beschäftigt. Ich gebe eine gute Nachahmung einer kleinen Armee ab, zumindest ihrer Bewegungen. Gina starrte Aethon und Fei an, als würde sie sie mustern. Vielleicht überlegte sie, wie sie die Gestalt eines Kommando nachahmen könnte. Ihr denkt nicht zufällig daran, ein paar Mörlis zu schießen und zu essen, oder? Warum? Diese Rüstung sieht nicht so aus, als würde sie so stramm sitzen, wie sie sollte. Fei nickte. Sie hat recht. Wir verbrauchen etwa 30% mehr Kalorien als geplant, Sarge. Es wurde nicht mit einberechnet, dass wir die Ausrüstung über Land schleppen. Ihr werdet eure Rationen bald aufgebraucht haben, sagte Gina. Mörlis sind köstlich. Aber bitte, schießt keines. Wenn nötig, jage ich welche für euch und lasse sie liegen. Warum? Weil das eine, das ihr schießt, ich sein könnte. Das war ein weiterer Aspekt, der in ihrer Ausbildung nicht berücksichtigt worden war. Anscheinend hatte nicht einmal Karls Kirata mit Gulanins zu tun gehabt. Und wenn, dann hatte er nicht davon gesprochen. Niner mochte sie. Er fragte sich, von welchem Planeten sie stammten. Es war bestimmt eine faszinierende Welt. Wohin werdet ihr euch jetzt aufmachen? Fragte Gina. Ich muss Damen sagen, wo ihr seid. Ich hätte jetzt Avigamma gesagt, aber nach dem, was sie erzählt haben, wäre das die falsche Richtung. Ich kann euch die Koordinaten eines geeigneten Gebietes nahe Imbrani geben. Und wenn ich bei Damen bin, gebe ich sie an ihn weiter. Aethon meldete sich zu Wort. Hier werden Edelsteine abgebaut, oder? Hauptsächlich Zekerquarz und verschiedene grüne Silikate, ja. Mit Hacken und Schaufeln oder mechanisch? Mechanisch. Dann werden sie über Sprengladungen verfügen und Langstreckendetonatoren für nette, sichere Fernzündungen. Golanins konnten klucksen wie Menschen. Vielleicht amüsierte sie sich. Auf der anderen Seite hielt sie Aethon eventuell auch für einen Verrückten. Aber Niner gefiel der Rhythmus, in dem Aethons ideenreicher Verstand tickte. Holt eure Holokarten, sagte Gina. Ich gebe euch einen virtuellen Führer zu den Edelsteinbergwerken in der Region von Imbrani.